der Soda-Gigant. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Soda-Giganten. Dieses Volume ist jetzt quasi aktuell, denn ich habe die letzten beiden Ausgaben schon im Herbst abgedreht, aber leider jetzt aufgrund von verschiedenen Projekten leider erst online stellen können. Das ist jetzt aktuellst und wir haben heute wieder ein Teegetränk hier am Programm, und zwar von der Firma Arizona. Arizona hat einige Sorten jetzt verteilt in allen möglichen Supermarktketten. Da gibt es den Granatapfel, da gibt es den Honey Lemon, da gibt es den Klassiker, den Eis die Zitrone. Es gibt den Pfirsich, den wir ja auch in dieser Pfirsich-Challenge gehabt haben. Heute ein weiterer aus der Arizona-Reihe, und zwar, es handelt sich hier um Arizona Blueberry White Tea. Ich sehe jetzt die Flasche Blueberry White Tea. Ist ein bisschen trüb hier in der Küche. Wieder ziemlich künstlerisch hier gestylt, diese Flasche. Gut, das ist jetzt ein neuer Geschmack, und wenn man hier jetzt Blueberry sieht, sieht man im Hintergrund hier eine Birne. Also da dürfte es eine fruchtige Mischung geben. White Tea, diesmal ein weißer Tee. Ich gehe kurz einmal auf die Inhaltsstoffe ein, beziehungsweise Zutaten. Sehr schwer zu lesen, sehr trübe. Also, Blueberry ja, aber definitiv zumindest zu 50% ist Birne dabei. Birne, Blaubeere in einem Weißteegetränk. Ich würde sagen, gar nicht lange herumreden. Shake well, das haben wir gemacht, oder machen es gleich noch einmal. Geruchstest bei Arizona Blueberry Tea, White Tea. Süßliches, fruchtiges, natürlich Tee, ein bisschen, also von der Birne entfernt. Es ist überhaupt, man kann jetzt überhaupt nicht so die Frucht deuten, ist es da mehr Blaubeere, ist es da mehr Birne. Also von der Blaubeere. Kriege ich da jetzt fast gar nichts mit, aber es ist richtig diese Mischung, es ist nicht wirklich so der Birnengeschmack, der hier so sich aufträgt. Was soll's? Nicht zu süß, Gott sei Dank. Es ist wirklich eine sehr nette Mischung aus der Birne und der Blaubeere. Da kann man echt nicht sagen, dass sich jetzt irgendwie eine von den beiden Früchten hervorhebt. Sehr fruchtig. Weniger teelastig als die anderen Arizona-Getränke. Erfrischend. Ich habe es absichtlich nicht jetzt eisgekühlt. Machen wir noch einen Sip. Ein sehr fruchtiges, erfrischendes Teegetränk, dass ich jetzt in keinster Weise irgendwie etwas Nerviges, was viele Getränke haben, irgendeinen unangenehmen Nachgeschmack, in dem Fall überhaupt nicht. Es geht sehr erfrischend, sehr leicht runter. Und wie gesagt, es hat keine aufdringliche Teenote. Gehen wir jetzt ganz
vergessen, dass ich hier natürlich eine leicht rosé, rosé-pink fast schon. Diese Mischung ist einfach sehr interessant. Ganz leicht einen Rosé-Touch, fast schon aber dann mehr ins Pinkfarbene gehend. Trübe, wasserig. Interessante Farbe, eine sehr interessante Farbe, die ich in dieser Art und Weise beim Soda-Giganten von keinem Getränk noch gesehen habe. Einen sauren Ton hat es auch, dieses Getränk, aber nicht zu sauer. Es ist einfach ein Getränk, wo ich sage, da kann man nichts falsch machen, wenn man das kauft. Das ist erfrischend, das ist nicht zu süß, das ist fruchtig, und jemand, der sagt, okay, ich trinke nicht unbedingt gerne einen Eistee, der ist mit dem gut beraten, denn der schmeckt eigentlich gar nicht so richtig wie ein Tee. Sondern eher wie so ein lockerer Fruchtsaft. Also eine ideale Mischung, eine sehr gute Mischung, die uns hier Arizona beschert. Tja, ein gelungenes Getränk, ich würde sagen, da gibt es nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Natürlich, ohne Kohlensäure ist klar. Und noch was zu Arizona, ich habe jetzt bei der Tankstelle, weiß nicht, ob ich mir das noch antue, dorthin zu fahren, zwei, drei neue Arizona-Sorten gesehen. Nicht ganz mehr im Kopf, welche das waren, aber ich werde mal auf der Homepage nachschauen, oder schaut ihr am besten auf der Homepage nach, www.drinkarizona.com. Ja, das soll es gewesen sein hier, würde ich sagen, beim Soda-Giganten. Mit einem weiteren Teegetränk von Arizona. Da werden weitere folgen. Tja, ich werde jetzt was kochen gehen. Pfiat euch und auf Wiedersehen. Der Soda-Gigant.